Hey Leute, ich mache hier gerade ein Wissensquiz. Nächste Frage bitte. Was ergibt 64 mal 5? 320. Nächste Frage. Wie heißt die Hauptstadt der Mongolei? Ulaanbaatar. Nächste Frage. Das kannst du doch alles gar nicht wissen, auch wenn du der Checker bist. Kein Problem für mich. Ich hab's halt hier. Oh ja, okay. Ja, ein bisschen habe ich geschummelt. Aber genau darum geht's heute. Also nicht, wie man richtig gut spicken kann, sondern wie man was wissen kann. Heute geht's nämlich um Intelligenz. Was Intelligenz genau ist, darüber streiten sich die Wissenschaftler. Wann ist jemand intelligent? Wenn er superschnell Kopf rechnet? Oder super gut zeichnen kann? Wenn sich jemand ganz viele Dinge merkt? Oder wenn er 10 Sprachen spricht? Und was ist mit den Tieren? Ich finde, viele von denen sind auch ziemlich intelligent. Ich check heute, welche Arten von Intelligenz es gibt und ob man die irgendwie messen kann. Dafür treffe ich jemanden, der zu den besten Kopfrechnern der Welt gehört. Außerdem finde ich raus, was es mit Intelligenztests auf sich hat. Und ich check auch gleich, ob man gemeinsam intelligenter ist. Außerdem besuche ich ein paar ziemlich schlaue Vögel. Also Leute, Hirn einschalten, denn hier kommt der Intelligenzcheck. Yes! Und jetzt die Checkerfragen. Was ist ein IQ-Test? Was ist soziale Intelligenz? Und wie schlau sind Tiere? Das checke ich für euch. Los geht's in einem Labor des Deutschen Museums. Und zwar in der Kugel da in der Mitte. Cool, ne? Sieht aus wie so ein riesiges Space-Hirn. Und da treffe ich so eine Art Superhirn und Zahlengenie. Da kommt er ja schon. Rüdiger. Rüdiger. Hallo, hallo. Hallo, grüß dich. Ja. So, du bist super gut in Mathe, ne? Das hoffe ich mal. Ich will das testen jetzt. Ich habe hier so einen Superrechner. Und du hast ja im Kopf so eine Art Superrechner, glaube ich. Ja. Und du rechnest voll krasse Sachen. Was ist denn deine große Stärke? Das Potenzrechnen. Aha. Zwar, ich erkläre das mal. Potenzrechnen heißt, Zahlen mit sich selbst mal zu nehmen. Zum Beispiel 84 hoch 3 würde heißen 84 mal 84 mal 84. Ich nehme die Zahl praktisch so oft mal, wie es oben steht. Okay. Und mit kleineren Zahlen, damit man es irgendwie leichter in den Kopf kriegt, 4 hoch 3 wäre 4 mal 4 mal 4. Genau, wären 64. Probieren wir mal was Schwierigeres. Nehmen wir mal 17 und rechnen 17 mal 17 mal 17. Also 17 hoch 3 ist? Das sind 4913. Krass, das hast du jetzt mal einfach eben so im Kopf ausgerechnet. Genau. Jetzt will ich aber noch mal mehr testen. Du hast jetzt 17 mal 17 mal 17 gerechnet. Jetzt kriegen wir mal noch was Komplizierteres hin. Bleiben wir mal bei der 17. Nehmen Sie aber nicht hoch 3, also 17 mal 17 mal 17, sondern hoch 20. Go! 4 Quadrillionen, 64 Trilliarden, 32 Trillionen, 406 Billiarden, 647 Billionen, 572 Milliarden, 522 Millionen, 401.601. Das ist so krass. Hast du die Zahl jetzt auswendig im Kopf oder hast du gerade irgendwas gerechnet? Die niedrigen habe ich noch auswendig im Kopf. Die höheren, die muss ich zusammensetzen. Zum Beispiel, wenn man weiß, dass 7 mal 7 49 gibt, weiß man auch, dass 70 mal 70 4900 ist. Aha. Also du hast so einfach ein paar Tricks im Kopf und ein paar andere Rechenwege, als ich jetzt machen würde, wenn ich 17 mal 17 natürlich erstmal ausrechnen müsste, was ich so erstmal nicht hinkriege und dann nochmal mal 17 und vielleicht nochmal und nochmal und nochmal. Genau. Also in deinem Kopf würde ich gerne mal drinstecken und rumwühlen. Weil lieber, ich, nicht. Nee, lieber, oder nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Wo genau unsere Intelligenz steckt, dazu gibt es verschiedenste Theorien. Fest steht aber, alles findet hier oben statt. In unserem Gehirn. Sieht ungefähr so aus und wiegt gute 1,5 Kilo. Also ungefähr so viel wie 6 Stücke Butter. Außerdem kann unser Gehirn super viele Informationen speichern. So viele, wie in ein 20-bändiges Lexikon passen. Und nicht nur das, im Gehirn passiert super viel gleichzeitig. Während ich zum Beispiel jetzt gerade mit euch spreche, checkt mein Gehirn, was ich alles höre oder sehe. Gefangen. Entschuldigung. Und gleichzeitig speichert es das alles noch als Erinnerung ab und vieles mehr. All die Sachen, die unser Hirn da gleichzeitig macht, passieren in unterschiedlichen Bereichen. Wenn wir zum Beispiel sehen, ist eher der hintere Teil unseres Gehirns aktiv und Erinnerungen werden eher so hier an der Seite abgespeichert. Wenn Menschen wie Rüdiger jetzt in bestimmten Sachen besonders gut sind, bei ihm zum Beispiel bei Zahlen, liegt das nicht daran, dass sein Gehirn besonders groß ist oder so,
sondern einfach nur, dass er es besonders geschickt nutzt. Rüdiger verwendet zum Zahlenabspeichern nicht nur den Bereich des Gehirns, den wir normalerweise benutzen, sondern zusätzlich noch den hinteren Teil des Gehirns, der eigentlich verarbeitet, was wir so sehen. Wie so eine Art extra Lagerraum im Gehirn, nur für die Zahlen. Ziemlich schlau, ne? Würdest du von dir selbst sagen, dass du besonders intelligent bist? Nein. Ich wäre zum Beispiel im Urwald dumm, ich kann kein Feuer machen. Und ich habe auch die Meinung, wirklich jeder hat eine Fähigkeit, die er entdecken kann und dann trainieren kann, wo er wirklich spitze werden kann. Aber nicht jeder kann alles. Ich könnte jetzt aus niemandem, der wirklich Mathematik nicht kann, ein Genie machen. Das geht natürlich nicht. Aber gibt es auch irgendwas, was du nicht so gut kannst? Kannst du auch gut Aufsätze schreiben und bist gut in Physik und in allen anderen Fächern? Was ich überhaupt nicht kann, ist Zeichnen. Zeichnen? Ja, überhaupt nicht. Da machen wir aber jetzt direkt den ultimativen Test. Gib mal bitte Papier. Das habe ich jetzt befürchtet. Sehr gut. Und Stifte? So. So. Also ich kann auch nicht gut zeichnen. Ich war auch tatsächlich in der Schule im Kunstunterricht immer ganz schlecht. Trotzdem, wir versuchen jetzt beide, uns in dieser Kugel hier zu zeichnen. Okay? Okay. Und los geht's. So, ich wäre fertig. Okay. Also, wer fängt an? Ich zeig mal zuerst. So, das hier sind die zwei Treppenstufen, die wir hochgegangen sind. Du bist der Rechte, weil du hast lange Haare. Ich bin der Linke mit kurzen Haaren. Und das hier ist das Pult, wo wir stehen. Und das sind die Tische, die so außen rum sind. Und das da oben sind die Dreiecke, die sich hier überall befinden. Also die Dreiecke, da habe ich auch ein paar davon. Ich habe so was Ähnliches wie eine Kugel. Aha. Ich habe irgend so einen Rechenkünstler, der Zahlen ausspuckt. Oh ja, das ist gut. Das bist wohl du dann. Genau, das sieht genauso aus. Aber ohne Zahlen, einen Tisch und das war's. Ja, also ich würde von mir selbst behaupten, dass ich kein großer Künstler bin. Aber ich bin noch schlechter. Aber du bist tatsächlich noch schlechter. Wenn ich dein Bild angucke, dann stehen da zwei Leute in einem Iglu und der eine muss sich übergeben. Genau. Ich werde, ohne gemein sein zu wollen, aber ich freue mich. Du kannst zahlen, ich kann ein bisschen besser zeichnen. Okay. Yes! Oh, jetzt erstmal eine Frage an euch. Welches Wort passt nicht dazu? A. Pferd, B. Katze, C. Bauernhof oder D. Kuh? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Und um Testfragen wie die geht's jetzt auch in meiner nächsten Checkerfrage. Was ist ein IQ-Test? IQ-Tests sind ein Weg, Intelligenz zu testen. Dabei muss man unter Zeitdruck Aufgaben lösen wie die hier. Welcher Tobi sieht anders aus? Ja, okay, das war zu einfach. Aber Psychologin Anna stellt mir jetzt noch ein paar schwerere Aufgaben, wie sie auch bei echten IQ-Tests vorkommen können. Bin mal gespannt, wie ich so abschneide. Okay, Anna, womit fangen wir an? Also, ich habe dir mal ein paar Beispiele mitgebracht. Schau dir mal als erstes diese Blumen an. Mhm. Wenn du diese Reihe betrachtest, gibt es da eine Blume, die ein bisschen raussticht, die anders ist. Welche ist das denn? Die zweite, weil überall guckt das Blatt nach rechts und nur bei der einen ist das Blatt auf der linken Seite vom Stängel. Korrekt, genau. Yes! So, jetzt habe ich noch eine ganz andere Aufgabe für dich. Aha. Schau dir mal diese Vorlage an. Ja. Und dazu bekommst du diese vier Formen. Und du musst jetzt überlegen, wie du jetzt das so basteln könntest, dass eine dieser Formen herauskommt. Und das sind quasi die Stellen, an denen man das knicken würde? Mhm. Das heißt zwei Knicke, das sind aber alles Vierecke. Ich schätze dieses, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die zwei äußeren Seiten hier jeweils hochknicke, genau, dann kann ich mir ein Dreieck daraus zusammenstellen. Wenn du willst, kannst du ja mal ausprobieren. Also, ich knicke einmal hier an der ersten Stelle, einmal an der anderen Stelle. Und wenn ich das jetzt so aufstelle, habe ich genau dieses Dreieck. Ja, super. Nächste Aufgabe. Und zwar, wenn du dir jetzt hier anschaust, diese Begriffe Pferd, Katze, Bauernhof, Ente und Kuh. Ja. Welcher dieser Begriffe passt denn nicht in diese Reihe? Pferd, Katze, Bauernhof, Ente, Kuh. Also, ich meine,
Das ist ein bisschen schwierig fast, weil der Bauernhof natürlich ein Ort ist, an dem viele Tiere leben. Aber der Bauernhof ist eben kein Tier und die anderen sind alles Tiere. Also würde ich sagen, Bauernhof passt nicht in die Reihe. Genau, richtig. Ja. Für jede richtig gelöste Aufgabe gibt es Punkte. Und aus denen errechnet man am Schluss den IQ, kurz für Intelligenzquotient. Daher auch der Name, IQ-Test. Yes! Und wie hoch ist so ein IQ? Also gibt es da irgendwie einen Mittelwert, einen Durchschnitt? Ja, also der Mittelwert liegt bei 100 und die meisten von uns, also mehr als die Hälfte aller Leute, liegt auch zwischen 85 und 115, das ist so der Bereich. Und ab 130 spricht man dann von Hochbegabung. Und kannst du nach den ersten Aufgaben meinen schon einschätzen oder müsste das... Nein, das wäre viel zu verfrüht. Dazu haben wir ja nur einen Ausschnitt gemacht, sondern da müsste man schon einen kompletten Test machen. Aber am Ende habe ich eine Punktzahl, habe meinen Intelligenzquotienten. Und je höher der ist, desto schlauer bin ich, oder wie? Also hoher Intelligenzquotient gleich super schlauer Typ. Ja, man muss dazu sehen, es gibt ja verschiedene Bereiche. Also einmal diese sprachliche Intelligenz oder auch das räumliche Vorstellungsvermögen, dann das rechnerische und die praktische Intelligenz. Also man kann auch sagen, jemand ist intelligent, der eben ein guter Handwerker ist in seinem Gebiet. Und man muss auch dazu sagen, dass Intelligenz auch in jeder Kultur ein bisschen anders verstanden wird. In China denken zum Beispiel viele Leute, dass Intelligenz heißt, dass man bescheiden ist. Cool. Und Test bestanden, oder? Ja, also ich würde sagen, die Aufgaben, die ich dir mitgebracht habe, hast du souverän gelöst. Super. Vielen Dank, Anna. Ein IQ-Test ist eine Möglichkeit, die Intelligenz zu testen. Es gibt aber noch viele andere Arten von Intelligenz, die man damit nicht messen kann. Gecheckt. Yes. Was es sonst noch für Arten von Intelligenz gibt, checke ich jetzt in der High East Kletterhalle in Kirchheim. Dafür habe ich mir 10 Kandidaten und einen Experten mitgebracht, der sich super mit Intelligenz auskennt. Den Thilo. Als erstes sollen wir uns eine richtig lange Zahl merken. Und wir haben nur 30 Sekunden Zeit. Also wir sind bereit? Ja. Alle bereit? Ja. Okay. Und Start. Oh je. Sag schnell. Hier, dann werde ich drei Zahlen. Okay, dann nimmst du die ersten drei. Ja. Super Idee. Jeder merkt sich drei Zahlen. 5, 7, 4, 2, 7, 2, 4. Hat sich die Zahl gemerkt? Ja. Stopp. Ja. Dann umdrehen. Was schon mal super geklappt hat, wir haben uns trotz der kurzen Zeit sofort geeinigt, wer sich welche Zahl merkt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich auch jeder merken konnte, an welcher Stelle seine drei Zahlen liegen müssen. So, es liegt alles, ne? Dann kommt mal alle rüber, dann machen wir die Auflösung. 8, 4, 7, 6, 0, 2, 8, 5, 5. 504, ja. 901, ja. 916, ja. 763, ja. 927, ja. 495, ja. Und 724. Ja! Hallo! Ey, sau gut! Sau gut! Irgendwelche Schwierigkeiten gehabt dabei? Nö. Wie, gar nicht? Nee. Ich habe mir einfach gemerkt, wer neben mir stand. Also ich habe mir gemerkt, welche Haarfarbe und sowas. Und dann habe ich mich einfach nur noch auf die Zahlen konzentriert. Und ich habe es mir dann immer leise im Kopf wiederholt. Ja. Thilo, hatte das jetzt was mit Mathe zu tun, wirklich? Nein. Hier ging es eigentlich darum zu zeigen, dass Intelligenz auch was mit Merkfähigkeit zu tun hat. Problemlösung, das war zum Beispiel deine Idee, und der Zusammenarbeit. Und Zusammenarbeit hat auch was mit Intelligenz zu tun, oder wie? Ja, das ist soziale Intelligenz. Das war eine Checkerfrage. Was ist soziale Intelligenz? Das heißt, dass man sich gut in ein Team eingliedern kann und dass einer eine Idee hat, die anderen auf die Idee einschwingen und da mitmachen und man als Team einfach ein Ganzes bildet. Und dadurch hat wir es wirklich nur in 30 Sekunden schaffen können, so viele Zahlen euch zu merken. Und unsere soziale Intelligenz stellen wir jetzt auf eine weitere Probe. Wir müssen alle zusammen durch das Netz durch. Und zwar immer nur einer durch eine Öffnung. Und wir dürfen keine Öffnung zweimal verwenden. Das geht nur im Team und nur mit der richtigen Taktik. Janik und Matthäus gehen durch irgendwie zwei untere Löcher, weil die die größeren und stärkeren sind. Ja. Und nehmen dann auf der anderen Seite die anderen Kinder halt an, die du durch die anderen Löcher durchhebst. Ist unsere Taktik. Weil jeder nur ein Loch nehmen darf, klettern die besonders Geschickten an der Seite vorbei und die Starken durch die unteren Löcher. Die Kleinen und Leichten steigen mit unserer Hilfe durch die oberen Löcher. Ziemlich schlau, ne? Das. Wir haben es geschafft! Sehr gut.
Jetzt haben wir ja gerade alle Aufgaben wirklich in der Gruppe gut zusammengelöst. Ist es immer besser oder ist man immer schlauer, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist? Also ich finde, das konnte man hier sehr gut sehen, dass es besser ist in einer Gruppe, weil man dann sozusagen die verschiedenen Begabungen gleichzeitig nutzen kann. Wir waren eine super gute Gruppe und egal, wer von uns gut ist in Mathe, egal, wer gut ist in Deutsch, egal, wer sportlich ist als der Rest, wenn wir zusammenarbeiten, wird super. Stimmt's? Soziale Intelligenz ist, wenn man sich in ganz unterschiedliche Menschen einfühlen und gut mit ihnen umgehen kann. Gecheckt. Jetzt geht's um die Intelligenz bei Tieren. Denn viele Tiere sind viel klüger, als man vielleicht denkt. Und wie klug? Das check ich jetzt. Wie schlau sind Tiere? Hunde zum Beispiel sind ziemlich schlau. Manche Border Collies können sich bis zu 260 Gegenstände mit Namen merken. Sagt man zu dem Hund zum Beispiel Teddybär, flitzt er los und bringt tatsächlich einen Teddybären. Wissenschaftler sagen, das ist ziemlich clever. Ein weiteres Zeichen von Intelligenz ist es, wenn Tiere sich selbst erkennen. Das haben Forscher zum Beispiel bei einem Elefanten getestet, dem sie vor einem Spiegel ein weißes Kreuz auf die Stirn gemalt haben. Und tatsächlich, der Elefant sucht mit dem Rüssel nach dem Kreuz auf seiner Stirn. Als ziemlich intelligent gelten für die Forscher auch Tiere, von denen man es nicht sofort vermutet. Delfine zum Beispiel oder Wale und Kraken. Und noch ein Tier, das man erstmal nicht für super schlau halten würde, die Krähe. Mit Forscherin Auguste teste ich jetzt, wie schlau diese Tiere sind. Eine Krähe, ne? Einfach das ist eine Krähe. Eine neukaledonische Krähe. Neukaledonische Krähe. Das siehst du daran, dass sie diesen ganz geraden Schnabel haben. Viele Krähen haben doch so ein bisschen einen Hakenschnabel, ja. Einen gebogenen Schnabel. Er hat sich verhangen. Nein, der spielt nur herum. Ach so. Und die haben eben diesen geraden Schnabel, weil sie dann ganz perfekt so Stöckchen halten können. Guck mal. Perfekt. Was macht er denn mit so einem Stöckchen? Der benutzt Stöckchen und verschiedene andere Pflanzenmaterialien als Werkzeug, um an Futter zu kommen. Aber wenn so eine Krähe jetzt einen Stock zum Beispiel als Werkzeug benutzt, ist das dann besonders intelligent? Diese Krähen können eben nicht nur von Natur aus angeboren Werkzeuge verwenden, sondern die können auch neue Probleme mit neuen Werkzeugen lösen. Also die können auch Werkzeuge erfinden. So komplizierte Werkzeuge wie diese Krähen stellen eigentlich nur noch Menschenaffen her. Und das sind ja unsere nächsten Verwandten. Das testen wir. Als erstes muss die Krähe einen Wurm aus dem blauen Becher rauskriegen. Mit dem Schnabel kommt sie nicht ran. Mal gucken, was sie macht. Dann, Jungs, guten Appetit. Okay. Komm, schnapp dir den Stock. Bist du jetzt so ein bisschen stolz auf Crusoe, dass er das hingekriegt hat? Also das habe ich ihm zugetraut, dass er das spontan macht. Okay, sehr gut. Aber dann gucken wir mal weiter, oder? Machen noch mehr Experimente. Ich zeig dir noch mehr. Jetzt geben wir den Krähen noch schwierigere Aufgaben. Dafür haben wir ein paar Testgefäße dabei. Wie das hier. Das hat eine Art Falltür, auf der obendrauf ein Wurm liegen wird. Die Krähe muss irgendwie den Mechanismus verstehen. Für Tiere eine super schwere Aufgabe. Wir stellen jetzt den Kasten da rein und gucken, wie schnell die Vögel es schaffen, den Klappmechanismus nach unten zu drücken und den Wurm zu kriegen. Jetzt hat es geschafft. So, bei dem Versuch hat er den Wurm gekriegt, er hat den Klappmechanismus verstanden, aber er hat einen kleinen Stock benutzt, um das weiße Brett runterzudrücken. Jetzt haben wir hier einen viel höheren Zylinder, ein viel höheres Rohr. Da kommt er mit dem kleinen Stock nicht weit. Und jetzt bin ich super gespannt, was ihm einfällt, um an den Wurm hier dran zu kommen. Ich tausche das jetzt mal aus. Ja, krass. Das Ding ist wirklich runtergeklappt und den Wurm hat er gegessen. Ja, der hat den Stein verwendet jetzt. Genau. Und das ist ganz spannend, weil die verwenden eben von Natur aus nur Stöckchen, keinen Fall Steine. Ja. Und der hat kapiert, dass er mit einem Stein dann drankommt, dass der Stein mit seinem Gewicht die Plattform runterdrückt. Ja. Das ist schon irre. So, was ist das jetzt hier für ein Test? Jetzt machen wir einen Test, ob die
spontan Haken biegen können, weil für dieses Experiment haben wir hier ein Stück Futter. Und da kommen die mit ihrem kurzen Schnabel, die kommen ungefähr so weit runter. Und mit dem Ding, mit diesem Werkzeug, mit diesem Stöckchen, kriegt man das nicht drauf. Das rutscht immer wieder runter. Die einzige Möglichkeit, das zu kriegen, ist, wenn wir hier einen Haken ranbiegen, dann kannst du das hier so hochziehen. Ganz leicht. Ja. Und jetzt schauen wir, ob die Krähen das kapieren. Bin ich sehr gespannt. Tschüss, Jungs. Das testen wir in einem anderen Käfig mit zwei Kollegen von den beiden. Wie krass wäre es, wenn sie das schaffen würden? Wahnsinn, wie schlau diese Tiere sind. Schlaue Tiere können sich Dinge merken, sich selbst erkennen und neue Probleme lösen. Forscher sagen dann, sie sind intelligent. Gecheckt. Ich bin jetzt nochmal bei Rüdiger. Der kann nämlich nicht nur super rechnen. So, aber Rüdiger, du hast ja noch eine andere Begabung, ne? Ja. Nämlich? Das rückwärts sprechen. Du sprichst rückwärts. Richtig. Sag mal einen Satz bitte. Zrut repus epachi. Nochmal bitte. Zrut repus epachi. Okay, ich habe kein Wort verstanden. Was hieß das? Es ist, ich habe super Durst. Ich habe super Durst. Warte mal, du hättest dazu auch irgendwas sagen können. Spiel das mal bitte rückwärts ab. Ich habe super Durst. Ja, krass. Ey, aber dann sag das doch gleich einfach vorwärts, dann verstehe dich auch. Gib mal ein bisschen Wasser bitte. Hier, trink einen Schluck. Danke. Hast ja verdient und so. Wie lernt man bitte rückwärts sprechen und warum? Das hab ich überhaupt nicht gelernt. Das ist eine Fähigkeit, die wurde mir von meinem Vater vererbt. Ich habe als Kind erst rückwärts gesprochen und dann vorwärts. Warte mal. Deine ersten Worte als Baby oder als Kleinkind waren rückwärts? Richtig. Nee. Ja. Kannst du auch Sachen übersetzen, die ich dir sage? Ja, das kann ich. Rückwärts? Ja. Checker Tobi ist mega cool. Look again, see, I put request. Okay, wieder rückwärts abspielen bitte. Ist mega cool. Respekt. Kennst du denn deinen eigenen IQ? Nicht exakt, aber er wurde mal in Belgien auf ungefähr 200 geschätzt. Aber ich halte Intelligenz zu messen für fast aussichtslos. Denn es kommt nicht darauf an, jetzt irgendwelche Rätsel zu lösen, sondern wie kann ich meine Intelligenz, wie man auch immer Intelligenz definiert, im späteren Leben nutzen, erfolgbringend nutzen. Und auch damit glücklich werden vor allem. Klar. Und jetzt noch? Die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, welches Wort passt nicht dazu? A. Pferd, B. Katze, C. Bauernhof oder D. Kuh? Na, habt ihr die Lösung gecheckt? Der Bauernhof ist eben kein Tier und die anderen sind alles Tiere. Also würde ich sagen, Bauernhof passt nicht in die Reihe. Genau, richtig, ja. Also, richtig war Antwort C, der Bauernhof. Kesht, Snek iletni, Mof, Srav, Stad. Also nicht verstanden? Einmal bitte rückwärts abspielen. Das war's vom Intelligenz-Check. Genau, macht's gut. Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der immer fragt, der die Action mag. Der alles wagt und der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der ständig rennt. Der niemals pennt, der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!